Das Festival ist eröffnet. Vielen Dank an die Gesangswerkstatt. Wir feiern 10+1 Jahre Bündnis Schwerte gegen Rechts. Wir planen seit November diesen Tag und sind alle total aufgeregt und freuen uns. Ihr werdet viele Sachen sehen und viel hören. Wir werden wenig reden. Und deswegen übergebe ich jetzt sofort und freue mich, dass du das übernimmst. Ja, liebe Nele, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe den Hinweis verstanden, dass wir ganz schnell heute reden sollen und lieber feiern und Musik hören. Das ist auch richtig, aber ich glaube, es gehört sich so, dass man noch ein paar Worte sagt. Und ich bin sehr froh, als Bürgermeister heute dabei sein zu dürfen. Ich beglückwünsche das Bündnis gegen Rechts hier in Schwerte zunächst einmal zum Jubiläum und sage herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute für die nächsten 10 und 20 Jahre, für diesen Verein, für diese Gruppierung, für diese Menschen, die sich engagieren. Viel Spaß noch. Bleiben so lange hier, trinken so was Feines und amüsieren sich. Wir machen das auch. Ciao, bis zum nächsten Mal. Geht's hier weiter und dann passiert was ganz Wunderbares. Wir sehen eine Zaubershow von dem berühmten Aaron und stellt euch schon mal seelisch drauf ein. Schaut ihr hin, in 3 Minuten geht's weiter. Ja, bevor es losgeht, ganz, ganz wichtig, haben die mir von der Veranstaltung haben die mich gebeten, ein paar Sicherheitshinweise loszuwerden. Ich finde es auch ein bisschen nervig, aber es muss halt sein. Deswegen mache ich das mal eben ganz schnell und dann haben wir das auch schon hinter uns. Ja, deswegen die Herrschaften hier auf der linken Seite, immer die Notausgänge auf der linken Seite. Ja, hier auf der rechten Seite, immer die Notausgänge auf der rechten Seite. Hier in der Mitte, bitte bleiben Sie hier vorne stehen. Ja, stehen Sie nicht auf, sondern bleiben Sie sitzen. Sitzen gar nicht. Egal, sonst funktioniert mein Text nicht. Das passiert, dass die von der linken Seite zur rechten rüberrennen und die von der rechten Seite zur linken. Also bitte sitzen bleiben. Ansonsten rufen Sie die Feuerwehr, weil sonst haben wir ein riesiges Chaos. Vielen Dank. Tschüss. Euer Aaron. Dankeschön. Hier ist Nicole and Rest forever here in our heart. The last and final moment is yours. Rest forever here in our heart.
lang. La da 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 da. In my bed, like the
the rebel in my bed. Like a rebel in my bed. Well, okay, but now I feel sad. We'll be right back.
Und wir sind auch froh, dass es dieses Bündnis gibt, weil sie wissen, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo ja, Diktatoren, wo demokratisch gewählte Vertreterinnen und Vertreter auf dieser Welt ihr Unwesen treiben. Und wir brauchen die Stimme der Demokratie, wir brauchen die Stimme des Antirassismus, der antidemokratischen Bewegung, eine Stimme gegen rechts. Und das ist hier in Schwerte das Bündnis gegen rechts. Und deshalb sind wir froh, wenn es dieses Bündnis noch viele, viele Jahre geben sollte. Und wir sehen heute an Ihrer Anwesenheit und auch an der Anwesenheit der Unterstützerinnen und Unterstützer, seien es die Vereine, die politischen Parteien, dass dieses Bündnis in der Mitte der Gesellschaft hier in Schwerte angekommen ist, dass das Bündnis tolle Veranstaltungen organisiert. Und da bin ich als Bürgermeister sehr stolz drauf, dass wir diese engagierte Gruppe, diesen engagierten Verein in dieser Stadt haben. Und dieser Verein hat an diesem Tag, am Jubiläumstag, ein Programm aufgestellt, das sich wirklich sehen lassen kann. Also wir haben ja gerade die erste künstlerische Gruppe gesehen. Frau Wippermann, meine städtische Gleichstellungsbeauftragte, hat mitgesungen. Da war ich ganz überrascht, habe ich bisher noch nicht vernommen. Aber das war sehr schön. Herzlichen Dank dafür. Und wir haben den ganzen Tag, die ganze Nacht ein tolles Programm. Und da ziehe ich meinen Hut vor, dass ein Bündnis gegen Rechts solch ein Kulturprogramm und Kunstprogramm aufstellen kann. Herr Erich ist heute da, auch vom QWB. Ich glaube, das lässt sich wirklich sehen, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Und ich wünsche allen heute einfach ein tolles Programm, einen tollen Tag, viel Spaß dabei. Alles, alles Gute. Vielen Dank auch an die Sponsorinnen und Sponsoren, an Studio 7 und alle, die dabei mitgeholfen haben, dass diese Veranstaltung stattfinden kann. Und jetzt ist gut. Herzlichen Dank. Alles Gute. Ihre Schwester Rebecca steht hier als Prokuristin des Unternehmens zur Seite.